Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt in diesem Kurs, nämlich wie wir das, was wir hier geübt und praktiziert haben, auch in das tägliche Leben mitnehmen können. Ich habe es zwischendurch schon öfter erwähnt, wie es sich bezieht auf das, was wir im Alltag tun. Aber wir werden es noch einmal rekapitulieren und sehen, wie weit uns das helfen kann und wie es uns in unserem Alltag auch eine Änderung bringen kann. Das Erste, was wir brauchen, ganz nötig brauchen, ist den Willen zur Änderung. Und den haben wir wahrscheinlich nur, wenn wir sehen, dass die Änderung nötig ist. Und um zu sehen, dass eine Änderung nötig ist, müssen wir unser eigenes Dukkha erkennen. Wir nennen Dukkha, und ich habe ja schon gesagt, was das auf Deutsch heißt, alles, was nicht zufriedenstellend ist und unerfüllt ist. Wir nennen Dukkha den besten Lehrer. Es gibt keinen besseren. Außer wenn man versucht, im Dukkha auszuweichen. Wenn man dem Dukkha nicht versucht auszuweichen, gibt es überhaupt nichts Besseres. Der Buddha hat es benutzt, um den Weg zur Erleuchtung zu gehen. Er hat Krankheit, Alter und Tod gesehen und hat gesehen, das ist Dukkha für jeden Menschen. Wenn wir Dukkha als unseren Lehrer nehmen, dann können wir nie falsch gehen. Und es ist auch der einzige Lehrer, der immer bei uns sein wird. Wenn wir zum Beispiel in der Meditation Knieschmerzen bekommen und wir sagen, ach, das ist aber recht unangenehm. Ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Und dann geht man zum Lehrer und sagt, ich habe solche Knieschmerzen und Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und was alles sonst noch. Ich gehe lieber nach Hause. Dann wird der Lehrer sagen, tut mir sehr leid, aber wenn du gehen willst, musst du gehen. Und was sagt Dukkha? Der sagt, geh nur nach Hause, aber ich komme mit. Der Einzige, der ihm treu bleibt. Denn das momentane Dukkha auszumerzen und das loszulassen, das macht nichts aus in dem allgemeinen Dukkha, was in der Existenz vorhanden ist. Die Art und Weise, wie wir uns im Allgemeinen damit beschäftigen, ist, ihm aus dem Weg zu gehen. Wir haben verschiedene ganz beliebte Mittel, uns mit Dukkha auseinanderzusetzen. Das Erste, was ganz besonders beliebt ist, ist, jemand anders dafür verantwortlich zu machen. Irgendjemand hat unser Dukkha, hat Schuld daran. Solange wir das machen, können wir nicht praktizieren und können auch keine Willenskraft hochkriegen. Denn es gibt immer irgendjemand, der an irgendetwas schuld sein könnte. Und wenn es noch so weit hergeholt ist. Im Allgemeinen sind es natürlich die Menschen, die am körperlich nahe sind, weil das ist am einfachsten. Da merkt man es am deutlichsten. Hat man da nicht die Möglichkeit, etwas zu finden oder will es nicht, aus Vernunftgründen, was sehr vernünftig wäre, dann sucht man sich etwas weiter entfernte Schuldmöglichkeiten aus. Eine ganz beliebte Art und Weise, damit umzugehen, ist sinnlos. Hilft überhaupt nichts. Ist das eine erledigt, kommt das nächste. Und die zweite Art und Weise, mit Dukkha umzugehen, ist zu versuchen, dem zu entkommen. So machen wir das auf verschiedene Art und Weise. Erst einmal körperlich. Weglaufen. Das heißt, sich entfernen von dem, was wir glauben, was die Quelle unseres Dukkas ist. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Platz sein, das kann eine Arbeit sein, was immer es sei. Weg davon. Das ist eine Art und Weise, körperlich sich zu entfernen. Die andere Art und Weise ist natürlich, sich emotionell und geistig zu entfernen. Dich sozusagen abzuschirmen und abzusondern, zurückzuziehen von dem, was man glaubt, was Dukkha hervorbringt. Und da alles, absolut alles auf der Welt
in uns Dukkha hervorbringen kann, wenn wir so die Inklination haben dazu, so können wir uns von allem auch absondern. Und das ist eine andere Art und Weise des Weglaufens. Das ist eine, die nicht körperlich, sondern das ist dann geistig, emotionell weg. Eine andere Art und Weise, mit Dukkha umzugehen, ist uns abzulenken. Da sind wir natürlich Experten drin. Und das ist schon alleine durch unsere Technologie gegeben, dass wir uns ablenken können. Die Angebote sind ja, möchte ich schon sagen, unendlich. Damit kann man in diesem Leben überhaupt gar nicht fertig werden, mit den Angeboten zur Ablenkung. Und es ist immer noch besser, sich abzulenken, als in Depression zu verfallen. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, die wir auch öfter mal benutzen. Und im Allgemeinen ist das mehr in jungen Jahren, wird das gemacht, was immer jung heißt, sich selber leid zu tun. Aber auch ganz beliebte Art und Weise, mit Dukkha umzugehen. Irgendetwas von außen hat Dukkha verursacht und dann tue ich mir selber leid. Das ist eine ganz gefährliche Art und Weise, mit Dukkha umzugehen, weil das in Depressionen ausarten kann. Und sehr oft auch tut. Also wir haben all diese Muster, die wir alle schon verwendet haben. Aber was machen die mit unserem Dukkha? Gar nichts. Das kommt dann wieder. Das ändert doch überhaupt nichts an der Sache. Das heißt also, nur wenn wir ganz klar erkannt haben, dass Dukkha so treu ist, dass es sich immer wieder zeigt, werden wir die Willenskraft haben, etwas zu tun damit. Und nicht versuchen, das Dukkha zu ändern, auf irgendeine Art und Weise, sondern unsere inneren Reaktionen zu ändern. Alles andere schlägt fehl. Alles andere ist nur eine ganz momentane Hilfe, so wie man vielleicht ein Heftpflaster auf eine Wunde tut. Aber die Wunde bricht immer wieder auf. Und so muss man eines Tages schon etwas Stärkeres unternehmen. Diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, sind wie Heftpflaster. Sie scheinen momentan etwas zu helfen. Aber kurzfristig, sehr kurzfristig. Wenn wir also erkannt haben, und das ist eine tiefe Einsicht, dass Dukkha in der Welt existiert, dass Dukkha ein Teil des allgemeinen Erlebens ist. Nichts Persönliches, nichts Individuelles, keiner kann etwas dafür, so ist es eben. Und wenn wir es dann benutzen, nicht um darunter zu leiden, sondern um den Läuterungsprozess der Meditation und der Achtsamkeit durchzumachen, dann haben wir es als unseren Lehrer benutzt. Und dieser Lehrer des Dukkhas ist immer vorhanden, in jeder Situation. Wir müssen nur viel besser aufpassen. Und dieses besser aufpassen muss sich auf Kleinigkeiten richten. Diese Kleinigkeiten, die wir immer wieder verspüren, wir Unruhe, Rastlosigkeit. Immer wieder verspüren wir unerfüllt sein. Immer wieder verspüren wir, dass wir möchten etwas tun. Wieso? Nur als aus dem Dukkha herauszukommen. Es ist innerlich eine Belastung. Es ist eine Bedrängnis und es ist eine Art Druck. Und diesen Druck, den glauben wir, der ist von der Gesellschaft, wird er auf uns ausgeübt, um etwas darzustellen. Das ist auch ein Fehlurteil. Wir üben diesen Druck auf uns selber aus, um etwas darzustellen. Und diese ganzen inneren Regungen, die nicht sehr stark zu sein brauchen, das ist Dukkha. Sie sind subtile Regungen. Und wir brauchen uns nicht zu versprechen,
dass irgendjemand oder irgendein Platz uns aus diesen Regungen herausbringen kann. Wir müssen es als unseren Lehrmeister nehmen. Und dieser Lehrmeister, den müssen wir aber genau erkennen durch Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist etwas, was den meisten Menschen äußerst schwerfällt. Dabei ist eine vollkommen natürliche Geisteshaltung. Wie ich bereits einmal gesagt habe, wir benutzen Achtsamkeit die ganze Zeit, sonst können wir nicht überleben. Aber wir benutzen sie immer nur bis zu diesem Punkt, wo wir uns das Überleben ermöglichen. Da kommt dann dazu, dass wir uns einmal darüber klar werden, dass Überleben eine nicht sehr sinnvolle Planung ist, weil sie ist garantiert, wird sie scheitern. Ganz garantiert. Hat noch keiner geschafft zu überleben. Also eine Planung im Leben zu haben, nur zum Überleben, ist eine sehr große Unverantwortlichkeit diesem menschlichen Leben gegenüber, das ein großes Glück bedeutet, aber das nicht zum Überleben gedacht ist, sondern es ist gedacht dafür, für den Läuterungsprozess und für die, das Gute, was wir tun können. So, wenn wir uns also mit Achtsamkeit erst einmal auf uns selber aufpassen, auf die inneren Regungen, das sind die Gemütsstimmungen, auf die Gefühle, die Emotionen, auf die Inhalte der Gedanken, und wenn wir Ruhe und Besonnenheit haben wollen, auf unsere Körperbewegung. Das alles können wir in jedem Alltag machen. Es gibt keinen Alltag nirgends, wo das nicht möglich ist. Jeder hat Körperbewegung, tausende und abertausende am Tag, Gedanken, tausende und abertausende am Tag, Emotionen und eine darunterliegende Gemütsstimmung. Wenn man diese Gemütsstimmung allein schon erkennt, ist es möglich, diese schon zu ändern, wenn sie negativ ist, sodass die negativ erklärenden Gedanken und die darauf negativ reagierenden Emotionen gar nicht erst hochkommen. Sodass wir sozusagen die nächsten beiden Schritte schon eliminiert haben. Und wir schon die Gemütsstimmung ändern können. Wenn uns das nicht möglich ist, müssen wir bei dem nächsten eingreifen. Die Achtsamkeit darauf ist das Mittel. Es gibt kein anderes. Und das bedeutet nicht, dass man die äußeren Dinge nicht verrichten kann. Im Gegenteil, alles, was sich äußerlich verrichten lässt, ist durch den Geist hervorgerufen. Wir können nichts tun, nichts sagen, was der Geist nicht angeordnet hat. Auch das muss man einmal selber erleben. Wenn man also das eigene Dukkha erkennt und nicht mehr andere Menschen oder Situationen dafür verantwortlich macht, nicht mehr versucht, dem zu entfliehen, entweder körperlich oder geistig emotionell, nicht mehr versucht, sich abzulenken, nicht mehr versucht, sich einzureden, dass wenn man äußeren Dinge anders machen würde, dass dann das Dukkha weggehen würde, sondern eben ganz mutig ins Auge schaut und sagt, das ist mein Lehrmeister. Wie kann ich das Dukkha, was in der Welt existiert, also auch in mir natürlich, so erkennen, dass das kein Leid bedeutet? Und das ist natürlich nur, wenn wir immer wieder aufpassen, die Achtsamkeit immer wieder hervorholen. Das muss man sich dran erinnern.
Die meisten Menschen erinnern sich dann, wenn ihr Dukkha so groß geworden ist, dass sie entweder in Depressionen verfallen sind oder aber, dass sie das verloren haben, was sie unbedingt behalten wollten. Und dann sind sie entweder, tun sich selber leid oder sie erinnern sich, wann das Dukkha in der Meister sein soll. Das ist aber ein sehr später Schritt. Wieso nicht gleich sich erinnern, dass Dukkha der Lehrmeister sein soll? Deswegen ist die menschliche Ebene die beste Ebene zur Erleuchtung. Nicht, weil wir leiden sollen, sondern weil wir Unannehmlichkeiten erleben und weil es einen Weg heraus gibt. Achtsamkeit bedeutet nichts anderes, wie auf sich selber aufzupassen. Wer soll denn sonst auf uns aufpassen? Wenn man ständig nach außen gerichtet ist, sich ständig darum kümmert, was andere sagen, glauben oder wie andere auf uns reagieren, können wir keine Achtsamkeit auf uns selber haben. Wir nennen das immer ferngesteuert sein. Da wird man unehrlich dabei, versucht irgendwie zu gefallen. Aber der Versuch zu gefallen ist auch nicht sinnvoll. Denn wie wissen wir denn, was überhaupt gefällt? Und ist denn das, was gefallen soll, wirklich das, was die Wahrheit ist? Die tiefste Wahrheit und das im Geist und das liebende Herz, das gefällt. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass es schwierig zu verdauen wäre. Wenn man sich also nur ferngesteuert ist, dann versucht man, anderen zu gefallen. Und da kommt man immer in Unehrlichkeiten und in Abhängigkeitssituationen. Diese Abhängigkeitssituationen und Unehrlichkeiten machen dann das Leben sehr schwer. Am Ende weiß man selber nicht mehr, wer man ist. Das ist das Extreme dabei. Wenn wir aber auf uns selber aufpassen, dann werden wir schon gefallen. Denn wir werden uns bestimmt vor Negativitäten schützen und hüten. Das ist eine Sache, die wir im Alltag machen können. Machen müssen. Die zweite ist, uns an unser Karma zu erinnern. Karma ist Ursache und Wirkung. Die Ursache und die Wirkung gehören zusammen. Jede Wirkung ist eine neue Ursache. Vielleicht können wir die Zusammenhänge nicht genau erkennen. Das wäre ganz selbstverständlich. Und der Buddha hat gesagt, Karma ist so schwer zu erkennen wie ein Spinnennetz. Man kann bei dem Spinnennetz nicht Anfang und Ende von dem Faden finden. Genauso schwer sind die Zusammenhänge zu erkennen. Aber gutes Karma machen bringt gute Resultate. Und wir spüren sie in unserem Leben. Wir spüren sie als eine Unterstützung für einen leichteren Ablauf des Lebens. Wenn wir uns daran erinnern, dass das Einzige ist, was uns wirklich gehört, wenn wir vielleicht besser darauf aufpassen, auf die Resultate des Karmas. Unsere eigene Weisheit und unser eigenes Gewissen sagt uns ganz deutlich, was gutes und was schlechtes Karma ist. Da brauchen wir kaum jemand oder nie jemanden zu fragen. Wir wissen es selber. Jemand, der genug gutes Karma hat, um zu einem Meditationskurs zu kommen, hat auch genug Weisheit und genug Gewissensfurcht, um zu erkennen, was gutes und schlechtes Karma ist. Der Buddha hat gesagt, Angst und Scheu sind die Hüter der Welt. Hiri Otapa. Das ist die Angst davor, Schlechtes zu tun und die Scheu davor, in irgendeiner Weise sich schlecht zu benehmen. Sie hüten die Welt. Wir können das ganz deutlich sehen. Wir würden uns dafür hüten, jemanden zu ermorden. Im Krieg ist das eine Heldentat. Nichts hat sich geändert. Genauso wird das Menschenleben ausgelöscht. Ob jetzt oder dann. Das heißt also,
Wenn Angst, Gewissensangst und Scheu verloren gehen, haben wir Chaos. Solange wir diese in uns haben, wissen wir, was gut und schlecht ist. Gutes Karma machen bringt Resultate. Jetzt, ständig. Denn wir machen ständig etwas. Haben ständige Gedanken und ständige Emotionen. Und mit denen machen wir ständig etwas. Wir haben also in unserem täglichen Ablauf eine Möglichkeit, uns immer wieder an den spirituellen Pfad zu erinnern. Durch die Achtsamkeit und durch Karma machen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht an den im täglichen Ablauf daran erinnern, dann leben wir ein rein materielles Leben. Den meisten Menschen ist es vollkommen klar, dass der Materialismus zwar eine Notwendigkeit ist, um sich am Leben zu halten, aber noch nie jemand glücklich gemacht hat. Das weiß jeder. Und was machen wir mit diesem Wissen? Das, was wir wissen und das, was wir können, ist meilenweit auseinander. Wir müssen also das Wissen zum Können bringen. Das heißt, wir müssen unseren Geist, der versteht, in unser Herz, das fühlt, sinken lassen. Wenn wir es fühlen, können wir es tun. Die Möglichkeiten, die uns im Alltag gegeben sind, sind ständig vorhanden für jeden Menschen. Das spirituelle Leben spielt sich in unserem Alltag ab. Alles, was wir meditativ oder kontemplativ lernen, muss sich umsetzen in die alltäglichen Handlungen und die alltäglichen Begegnungen. Wenn es das nicht tut, haben wir fantasiert, was auch nicht unüblich ist. Man redet sich etwas ein. Wenn es sich nicht in den Alltag umsetzen lässt, wenn wir es nicht umsetzen können, dann hat es sich nicht bei uns verinnerlicht. Dann sind es immer noch Gedanken. Die Gedanken kommen zuerst und können uns helfen. Aber es muss dann auch umgesetzt werden. Achtsamkeit und gutes Karma machen. Was können wir weiter in unserem Alltag tun? Auf jeden Fall meditieren. Die meisten Menschen, die zu den Meditationskursen kommen, haben dann beim nächsten Meditationskurs leider die Bemerkung unten hingeschrieben, wie oft sie meditieren, manchmal oder gelegentlich oder einmal die Woche oder einmal im Monat. Es gibt natürlich rühmliche Ausnahmen, gar keine Frage. Die das Dukkha so erkannt haben, dass es sie nicht mehr loslässt. Die anderen, die immer noch glauben, dass da draußen irgendwas zu erledigen ist, die sagen dann gelegentlich oder einmal im Monat. Nun ist es aber so, dass wir ganz sicherlich dreimal den Tag essen und bestimmt dafür Zeit haben und uns vielleicht auch noch bemühen, Gesundheitsessen zu essen. Wir haben bestimmt dafür Zeit, uns zu waschen, und wir haben bestimmt dafür Zeit, den Körper zur Ruhe zu legen. Essen, waschen, ruhen. Für den Körper. Unbedingt nötig. Und was mit dem Geist? Muss der nicht gereinigt werden? Muss der nicht ausgeruht werden? Und das Essen, was der Geist bekommt, die Nahrung, sollte das nicht Gesundheitsnahrung sein? Dürfte das nicht viel wichtiger sein, dem Geist Gesundheitsnahrung zuzuführen als dem Körper? Man kann beides. Aber wenn man nur eins macht? Wir haben noch nie gesagt, ich habe nur einmal im Monat Zeit zu essen. Wir haben noch nie gesagt, ich habe nur einmal die Woche Zeit, mich schlafen zu legen. Aber wir haben bestimmt schon gesagt, ich habe nur einmal die Woche Zeit zu meditieren. Es ist leider eine vollkommen falsche Einstellung. Und das Resultat ist die Welt, wie wir sie kennen. Und das Resultat ist unsere wankelmütigen inneren Regungen, die weder uns noch andere beglücken. Wenn uns klar wird, dass der Geist
alles anleitet, was der Körper je tut, dann wird uns vielleicht klar werden, dass wir uns um den Geist kümmern müssen. Und sollten wir selbst einmal nicht Zeit haben, uns um den Körper zu kümmern, so ist es immer noch wichtiger, sich um den Geist zu kümmern. Aber es besteht überhaupt kein Grund, warum man sich nicht um beides kümmern kann. Wir können uns ja mal unser Haus zu Hause anschauen, wenn wir nach Hause kommen. Was gibt es da in unserer Wohnung oder in unserem Haus? Da ist eine Küche, ein Badezimmer, ein Esszimmer, ein Schlafzimmer und vielleicht ein Wohnraum. Und was ist da, sind da für Gegenstände? Kochtöpfe, Handtücher, Stühle, Sessel. Wofür ist das alles? Alles für den Körper. Das ganze Haus ist für den Körper eingerichtet. Daher sollte man sich eine Ecke für den Geist einrichten, ein Meditationskissen hinlegen, und eine Matte und ein Kissen und dort liegen lassen. Dann nehmen wir auch die Stühle aus dem Esszimmer nicht immer weg oder die Handtücher aus dem Badezimmer. Lassen wir auch hängen. Kissen und Matte hinlegen und dort lassen. Sich die Ecke verschönern mit Blumen oder ein Bild oder so lassen, wie sie ist. Eine Uhr, die piepst, anschaffen. Und sich vornehmen. Morgen früh setze ich mich zur Meditation. Um 6 Uhr früh. Oder wie immer es sein kann. Und dann sich vornehmen, wie lange. Für blutige Anfänger 30 Minuten. Für jemand, der kein blutiger Anfänger mehr ist, 45 Minuten. Den Timer einstellen, sodass er nach 45 Minuten seinen Ton von sich gibt. Und sitzen bleiben. Wir sind ja hier auch sitzen geblieben, bis das Glöckchen ging. Jede Sekunde der Konzentration ist eine Sekunde der Läuterung. Jede Sekunde des Hinwendens zum Meditationsobjekt ist eine Sekunde des Gegenmittels gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Jede Sekunde der Meditation macht gutes Karma. Jede Sekunde der Meditation lehrt uns Achtsamkeit. Sitzen bleiben, Selbstdisziplin, Willenskraft. Und auf keinen Fall ohne so einen Timer da sitzen. Denn wenn die Meditation überhaupt nicht funktioniert, dann geht die Zeit sehr langsam. Da denken wir dann wahrscheinlich, dass mindestens schon 1,5 Stunden vergangen sind, wenn es gerade 10 Minuten waren. Wenn die Konzentration gut ist, vergeht die Zeit sehr schnell. Daraus können wir auch entnehmen, dass Zeit vollkommen relativ ist, überhaupt keine absolute Bedeutung hat, sondern ganz allein von Konzentration abhängt. Sitzen, bis es klingelt und abends das Gleiche wieder. Frühmorgens sich vornehmen, ich mache es abends. Abends vorm Einschlafen sich vornehmen, ich mache es den nächsten Morgen. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich vorzunehmen, wenn man nach Hause kommt, ich meditiere jetzt mein Leben lang. Und es geht sofort verloren. Weil wir uns ja einreden, das Leben ist noch sehr lange, glauben wir haben noch sehr viel Zeit. Nur für den nächsten Morgen und dann für den nächsten Abend sich vornehmen. Immer mit liebender Güte für sich selbst anfangen. Das kann 1 Minute dauern, das kann 10 Minuten dauern, ganz egal. Bis ein Gefühl der liebenden Fürsorge, des Verständnisses und des Akzeptierens für sich selber hochgekommen ist. Dann vielleicht noch einige Minuten dazu verwenden, die liebende Güte auf die auszubreiten, die man am Tage sehen wird. Erstmal die Menschen, die mit einem zusammenleben, und dann die, die man am Tage noch sehen wird, entweder weil man es weiß oder weil man es annimmt. Und dann zur Konzentration übergehen. Für diejenigen, die bei dem Atem noch keine gute Konzentration erreicht haben, ist die Stück-für-Stück-Meditation äußerst hilfreich. Man kann zum Beispiel, nachdem man die liebende Güte gemacht hat, für morgens
sich auf den Atem konzentrieren und abends nach der liebenden Güte die Stück für Stück Meditation machen. Die Stück für Stück Meditation ist ein Loslassen, ein Reinigungsprozess von all den ganzen Emotionen, die man am Tage gehabt hat. Ein Loslassen von allem, was man am Tage in sich aufgenommen hat, sozusagen ein Säubern, bevor man schlafen geht. So ist es besonders günstig am Abend. Die liebende Güte am Abend ist auch sehr wichtig, nicht nur für sich selber, das ist das Wichtigste, aber vor allen Dingen einmal auch für die Menschen, die man am Tage getroffen hat und wo vielleicht negative Gedanken hochgekommen sind. So kann man sich einen Plan machen mit der Meditation. Kann sich das auch anders einteilen, aber Hauptsache ist, man teilt sich's ein. Der Geist ist sehr gewohnheitsmäßig orientiert. Daher sollten wir jeden Tag zur selben Zeit meditieren. Da haben wir im Allgemeinen auch einen Rhythmus mit dem Essen und mit dem Schlafen. Gehen zur selben Zeit essen, schlafen. Warum nicht zur selben Zeit meditieren? Wenn wir uns weiter nur um den Körper kümmern, können wir ganz sicher sein, dass wir großen Enttäuschungen entgegengehen. Der Körper macht nicht mit. Der Geist schon. Außerdem ist es äußerst hilfreich, mindestens einmal die Woche mit einer Gruppe zu meditieren. Eine Gruppe unterstützt. Und genau wie hier die Gruppenenergie unterstützt, so ist es auch zu anderen Zeiten. In unserem Mitteilungsblatt sind etliche Gruppen angegeben von Schülern von mir, die sich einmal die Woche treffen zu meditieren, die auch teilweise Kassetten von den Vorträgen spielen. Wenn man dort in der Nähe lebt, sich dort hinbegeben, anrufen. Ich nehme an, jeder hat sein Mitteilungsblatt. Wenn nicht, die liegen unten aus, kann man sich mitnehmen, da wo die in der Eingangshalle, wo die Schuhe stehen, liegen die Mitteilungsblätter. Sollte nichts bei sich, bei einem Zuhause in der Nähe sein, kann man Gudrun noch fragen nach der Postleitzahl. Nach der eigenen Postleitzahl, ob da jemand in der Nähe ist. Wenn das auch nichts ist, selber eine Gruppe aufmachen. Zwei Leute sind eine Gruppe. Einmal die Woche sich treffen. Zusammen meditieren. Es hilft auf vielen Ebenen. Die erste Ebene ist, man weiß, es sind noch andere an demselben interessiert wie man selber. Außerdem bringt es etwas neuen Stärke und Kraft in die eigene Meditation. Und man hat vielleicht jemanden, mit dem man sich auch unterhalten kann. Über die Dinge, die dort anliegen. Wenn also schon eine Gruppe in der Nähe besteht, sehr wichtig, sich dort zuzugesellen. Wenn nicht, sehen, ob irgendjemand in der Nähe lebt und wenn nicht, selber eine Gruppe aufmachen. So sind diese Gruppen alle entstanden. Jeder von diesen Menschen hat gesagt, kein niemand finden können, hat eine Gruppe aufgemacht. Wir haben dann den Namen und die Adresse und Telefonnummer in unser Mitteilungsblatt getan. Und die meisten Gruppen, jedenfalls die, von denen ich weiß nicht von allen, haben so 4 bis 14 Leute, die wöchentlich dorthin kommen. Ganz wichtig ist die Nahrung für den Geist. Aufpassen. Wir sind sehr labil und leicht beeinflussbar. Was wir lesen, beeinflusst uns. Und vor allen Dingen, was wir im Fernseher sehen. Wir können uns einreden, dass es das nicht tut, aber das stimmt nicht. Ein Bild ist wert 1000 Worte. Was wir in den Zeitungen lesen, beeinflusst uns. Und vor allen Dingen, was uns beeinflusst, sind unsere Unterhaltungen. Denn die kommen ja auch aus unserem eigenen Geist. Da sind wir nicht nur passive Empfänger, sondern aktive Mitmacher. Daher hat der Buddha als allgemein Mittel gegen unsere 5 Hindernisse, von denen ich gesprochen habe,
noble Freunde und noble Unterhaltung angegeben. Das ist das eine Gegenmittel, das allen fünf Hindernissen zu eigen ist. Die anderen Gegenmittel sind verschieden, aber das ist das Gleiche. Noble Freunde sind solche Menschen, die auch einen spirituellen Pfad gehen und mit denen wir über solche Dinge sprechen können. Das bedeutet nicht, dass wir nun alle anderen Freunde ablegen sollten und vielleicht irgendwelche überheblichen Bemerkungen machen sollten. Das wäre nicht der richtige Weg. Sondern was es bedeutet ist, auch solche Freunde zu suchen, mit denen wir einen spirituellen Pfad gemeinsam gehen. Daher die Gruppe. Gleich und gleich gewählt sich gern. Am Anfang eines spirituellen Pfades hat man im Allgemeinen etwas Schwierigkeiten, die richtigen Menschen zu finden. Nachher kommen nur solche Menschen in die eigene in das eigene Zusammensein. Die Unterhaltungen, die überall geführt werden, sind fast immer oberflächlich. Das ist noch kein großes Malheur. Aber wenn sie negativ werden, muss man etwas unternehmen. Man muss entweder versuchen, den Leitfaden der Unterhaltung zu ändern. Man muss eingreifen. Natürlich nicht mit Gewalt, sondern mit Geschicklichkeit. Die Unterhaltung einen anderen Ton geben. Wenn das nicht geht, sich entfernen. Es hat überhaupt keinen Sinn, negative Unterhaltung weiterzuführen. Unser Geist ist schon negativ genug, ohne dass wir ihm noch solche Nahrung dazu geben. Das ist keine Gesundheitsnahrung. Gerade in Büros und anderen Geschäftsstellen sind sehr häufig Unterhaltungen, die nicht hilfreich sind für den spirituellen Pfad. Wir müssen nicht immer abfällig sein. Wir können auch begehrlich sein. Auch das hilft nichts. Auch das ist keine Gesundheitsnahrung. Jeder passt auf, was er auf seinem Teller hat zum Essen. Jeder muss aufpassen, was er in seinen Geist hineinbekommt, was er dort dann verdauen muss. Wir haben die seltsame Gewohnheit, es sehr ernst mit unserem Körper zu meinen. Und unseren Geist für selbstverständlich anzusehen. Und überhaupt ihm keine ernsthafte Betreuung zukommen zu lassen. Das liegt natürlich am Menschsein. Aber wir müssen ja nicht weitermachen. Wir haben ein neues Jahr vor uns. Wir können ein neues Blatt umdrehen. Wir können neue Gewohnheiten uns zu eigen machen. Was nicht ganz einfach ist. Denn wir sind sehr gewohnheitsmäßig programmiert. Diese Gewohnheiten neu umzuprogrammieren, ist nicht ganz einfach. Aber das, was ganz einfach ist, hat noch nie jemand inneren Frieden gebracht. Achtsamkeit, gutes Karma machen, tagtäglich meditieren, einer Gruppe sich zugesellen, dem Dukkha nicht auszuweichen in irgendeiner Art und Weise, sondern es als Lehrmeister nehmen. Immer wieder erkennen, es ist kein Monopol, was ich habe auf Dukkha. Dukkha ist, es existiert. Es wird sich sehr oft eingeredet, dass das eigene Dukkha ganz besonders schlimm ist. Wieso? Ego-Bestätigung. Schau nur mein Dukkha an. Dukkha existiert und weiter gar nichts. Und aufpassen auf die Nahrung, die wir in den Geist tun, durch alles, was wir in uns aufnehmen. Manchmal stehen wir solchen Dingen hilflos gegenüber, wir können nicht aus der Situation heraus, auch das passiert. Wenn wir achtsam sind und aufpassen, können wir solche Situationen auch umändern mit Geschicklichkeit. Wir sind tagtäglich konfrontiert mit anderen Menschen, können daher die liebende Güte und das Mitgefühl praktizieren, üben.
Wir müssen sehen, dass dieser ganze Weg ein Übungsweg ist. Ein Übungsweg, der eines Tages inneres Glück und inneren Frieden herbeiruft. Wenn uns daran liegt, das zu haben, müssen wir diesen Übungsweg ständig üben. Was nicht vorwärts geht, geht rückwärts. Wenn wir es nicht ständig üben, sind wir immer wieder in Versuchung, das Einfache zu machen. Die Fähigkeiten, die wir alle haben, sollten wir einsetzen. Wir alle haben die Fähigkeit der Willenskraft. Wir alle haben die Fähigkeit der Achtsamkeit. Wir alle haben die Fähigkeit des Liebens und des Verständnisses. Wieso nicht einsetzen? Wieso nicht dazu einsetzen, um inneren Frieden zu schaffen? Nicht Gleichgültigkeit, nicht sich zurückziehen, nicht ablehnen, sondern wirklichen Frieden, der nach außen strahlen kann. Diese Fähigkeiten, die wir haben, sind das große Plus, was wir als Mensch haben. Und das ist auch unsere Verantwortung als Mensch. Ich erzählte bereits, was für ein Glück es ist, was für ein unwahrscheinliches Glück ist, als Mensch geboren zu werden, mit allen Sinnen und Gliedmaßen intakt und in der Lage, das wahre Dhamma zu hören. Da wir das nun haben, so haben wir auch eine Verantwortung. Und zwar eine Verantwortung nicht nur uns selber gegenüber, sondern allen Menschen in unserer Umwelt gegenüber. Die Verantwortung der Läuterung. Diese Verantwortung sollten wir übernehmen. Die Verantwortung der Läuterung, sodass wir unsere Umwelt nicht weiter verschmutzen. Durch negative Gedanken und Emotionen. Und diese Verantwortung geht aber noch einen Schritt weiter. Es ist nicht nur unsere direkte Umwelt, die in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern Bewusstsein ist universell. Wir alle glauben, wir haben ein individuelles Bewusstsein. Das ist auch eine Falschmeldung, die wir uns selber ausgedacht haben. Bewusstsein ist, und es ist universell, und in diesem Bewusstsein existiert alles. Alles, was je gewesen ist, was jetzt ist und was sein wird. Und je mehr wir uns bemühen, ein geläutertes Bewusstsein zu haben, desto mehr wird das, was uns kommt, von uns kommt, dem universellen Bewusstsein der Menschheit hilfreich sein. Denn so mehr geläutertes universelles Bewusstsein gibt es. Je mehr geläutertes universelles Bewusstsein es gibt, desto mehr können wir uns auch dem nähern. Wenn unsere eigenen Gedanken und Emotionen geläutert sind, so haben wir Zugang dazu. Sind unsere Gedanken und Emotionen äußerst negativ, so haben wir Zugang zu dem äußerst Negativen im universellen Bewusstsein. Wir können nur zu dem Zugang haben, zu dem wir uns öffnen. Ganz logisch und selbstverständlich. Und dennoch denken wir nie dran. Wenn wir uns negativ öffnen, haben wir einen negativen Zugang. Wenn wir uns positiv öffnen, haben wir positive. Das Positive kommt zu uns. Aber es kommt auch von uns. Wir werden die Menschheit im Ganzen nicht verändern. Aber wenn nicht mehr, bleibt keine Balance in der Menschheit. Dann nimmt das Schlechte überhand. Wir haben also eine Verantwortung. Und wenn wir schon nicht glauben, dass wir eine Verantwortung uns selbst gegenüber haben, so glauben wir vielleicht, dass wir eine Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber haben. Manchen Menschen fällt das leichter. Beides trifft zu. Wir haben auf beiden Seiten eine Verantwortung. Wenn wir also unseren Alltag in der Weise ausrichten und vor allen Dingen auch einen noblen Freund finden, der uns unterstützt. So bleibt der spirituelle Pfad, sozusagen der goldene Weg in unserem Leben. Der Materialismus, den haben wir bestimmt alle schon abgehakt. Aber wenn wir diese Dinge nicht tun, die ich erwähnt habe,
haben wir auch keinen spirituellen Pfad. Wenn wir jemanden bei uns zu Hause haben, der auch meditiert, so haben wir großes Glück, sollten uns zusammen hinsetzen und gegenseitig unterstützen. Haben wir bei uns jemanden im Haus, der Meditieren für unwichtig hält, so sollten wir auf keine Weise versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er es machen soll. Missionieren ist im Allgemeinen unerfreulich, bringt nur Argumente. Wenn wir jetzt nach Hause kommen und dort ist jemand, der uns dann fragt, Partner oder Bekannte oder Freunde, was hast du da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Dann könnte man vielleicht aus der Frage entnehmen, dass das wahre Interesse nicht da ist. Da würde ich vorsichtig sein. Wenn aber jemand fragt, sag mal, Meditation hat mich schon immer interessiert, wie macht man das eigentlich? Ruhig erzählen. Man muss selber die eigene Weisheit benutzen, um zu erkennen, ob die Frage von Interesse gestellt wird oder nichts anderes nur als vielleicht Bestätigung zu bekommen, dass man sein Leben auch ohne Meditation fertig werden kann. Wenn Interesse da ist, immer antworten. Wenn nicht, nicht versuchen zu überzeugen. Für beide Teile unerfreulich. Für den, der versucht zu überzeugen und der, der überzeugt werden soll. Der Buddha hat nie Missionsarbeit geleistet. Die meisten Lehrreden, die er gehalten hat, sind Antworten auf Fragen. Die anderen, die nicht Antworten auf Fragen sind, sind Lehrreden auf Einladung. Nie jemand versucht zu überzeugen. Es ist zu schwierig und führt im Allgemeinen zu nichts. Sehr häufig ist es so, dass wenn man gerade mal davon begeistert ist, etwas Neues gelernt zu haben, dass man dann die anderen Menschen, die man kennt, davon auch mitreißen möchte. Die beste Art und Weise, andere davon mitzureißen, ist das eigene Beispiel. Und das eigene Beispiel ist, was man ist und nicht, was man sagt. Wenn das die Meditationspraxis uns geholfen hat, einen gewissen Frieden und Glück in uns zu schaffen, so ist dieses Beispiel bedeutend überzeugender als jedes Wort, was man sagen kann. Zu der Meditationspraxis gehört auch die Praxis der Kontemplation. Und wir haben zwei Kontemplationen hier gemacht, die nur zu empfehlen sind. Vor allen Dingen die 5 täglichen Betrachtungen, da ja die liebende Güte-Kontemplation auch durch die liebende Güte-Meditation unterstützt ist, so ist vor allen Dingen, wenn die Zeit nur für eine Kontemplation da ist, die 5 täglichen Betrachtungen von der äußersten Wichtigkeit. Wenn wir einmal anfangen zu glauben, dass dies unser letzter Tag ist und nicht der erste vom Leben, sondern unser letzter, dann sieht alles ganz anders aus. Dann haben wir einen viel besseren Griff für das, was wichtig ist. Wenn wir uns also einmal mit unserem eigenen Tod anfreunden, und mit unserer Vergänglichkeit einmal wirklich so ein Erkennen bekommen, dass sie nicht mehr vergessen wird, dann haben wir große Einsichtsschritte gemacht. Also die Kontemplation gehört mit zu der Praxis, vor allem in die 5 täglichen Betrachtungen. Um anzufangen, wollen wir die Achtsamkeit auf den Atem lenken. Wir stellen uns einmal vor, dass eine wunderschöne, weiße Lotusblume in unserem Herzen wächst, die sich vollkommen öffnet. Und aus der Mitte dieser Lotusblume kommt ein goldener Lichtstrahl, der uns von Kopf bis Fuß anfüllt, erwärmt, beglückt und uns liebevoll umhüllt. Wir lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu unseren Eltern ausstrahlen und schenken ihnen
dieses herrliche Licht. Die liebende Wärme. Und füllen Sie damit und umhüllen Sie damit. Und jetzt denken wir an die Menschen, die uns am nächsten stehen, die uns vielleicht zu Hause erwarten. Und lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu deren Herzen ausstrahlen. Und füllen sie mit Lichtglanz, mit Wärme. Umhüllen sie mit Zuneigung, ohne zu erwarten, dasselbe zurückzubekommen. Jetzt denken wir an all unsere guten Freunde, die wir vielleicht bald sprechen werden. Und lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu deren Herzen ausstrahlen. Und schenken ihnen das Schönste, was wir zu verschenken haben, unsere Herzenswärme, den Glanz unseres Herzens. Jetzt denken wir an die Menschen, denen wir im Alltag wieder begegnen werden. Unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unsere Käufer, Kunden, Patienten, Schüler, wer immer uns in den Sinn kommt, wer immer unseren Alltag bevölkert. Wir lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu deren Herzen ausstrahlen, jedem Einzelnen. Und bringen ihnen das Geschenk unserer Herzenswärme, unserer liebenden Fürsorge. Erfüllen sie und umhüllen sie damit. Jetzt denken wir an irgendjemand, wo es uns schwerfällt, denjenigen zu lieben. Und lassen den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens zu diesem Menschen ausstrahlen, sodass auch dieser Mensch unsere Herzenswärme empfangen kann. Wir schenken ihm das Schönste, was wir im Herzen haben. Ohne dass wir erwarten, das Gleiche zurückzubekommen. Und jetzt lassen wir den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens
hinausfließen mit unserer Liebe, der Herzenswärme, dem Glanz unseres Herzens zu den Menschen nah und fern. Wo immer wir wissen, dass Menschen sind, oder wie wir es annehmen können, dort lassen wir diesen goldenen Lichtstrahl wie eine Flut von Liebe, von Mitgefühl, von Zuneigung hinfließen. In die Umgebung hier, die Dörfer und Städte über das ganze Land, ganz Europa, den ganzen Erdball, zu allen Wesen, Mensch oder Tier, die wir sehen können oder nicht sehen können. Zu der Natur, den Bergen, Tälern, Wiesen, Sträuchern, Bäumen. Zum Himmel über uns, Wolken, Sonne, Mond und Sterne. So weit die Kraft des Herzens reicht, hinaus in das Weltall. Überall lassen wir den goldenen Lichtstrahl mit unserer Liebe hinfließen, so weit es uns möglich ist. Und jetzt die Achtsamkeit wieder auf sich selber lenken. Und das Glück und die Freude empfinden, die vom Lieben und Geben kommen. Sich damit füllen und umhüllen. Sich geborgen und beschützt darin fühlen. Und den goldenen Lichtstrahl in die Lotusblume zurückgehen lassen, die sich wieder schließt. Und dann diese herrliche, weiße Blume im Herzen verankern, sodass sie eins damit wird. Wir teilen die Verdienste, die wir uns in diesem Meditationskurs erworben haben, mit all unseren Lehrern, unseren Eltern, unseren Lieben, unseren Freunden und unseren Feinden. Wir teilen die Verdienste mit all den Menschen, die das Buddha-Haus tatkräftig unterstützen und uns ermöglichen, hier zu sein, mit all unseren Spendern und denen, die uns helfen. Wir teilen die Verdienste mit der Hausgemeinschaft, ohne die es unmöglich wäre, hier zu meditieren. Wir teilen die Verdienste mit allen Devas, die hier anwesend sind. Wir teilen die Verdienste mit allen Menschen, die davon einen Vorteil haben können. Und wir teilen die Verdienste untereinander. Mögen alle Menschen glücklich sein. Mögen alle Menschen ein friedliches neues Jahr haben.
möget ihr alle glücklich sein und ein friedliches neues Jahr leben. Ich beende jetzt offiziell diesen Meditationskurs. Das noble Schweigen ist gelüftet. Und ich danke euch, dass ihr hergekommen seid und mir die Möglichkeit gegeben habt, euch Dhamma zu erklären, sodass wir alle miteinander gutes Karma gemacht haben.